Apropos individuell, es gibt natürlich auch Gemeinsamkeiten, auch bei euch. Was sind zum Beispiel eure sexuellen Vorlieben, die ihr teilt? Wir haben gern Sex überall, jederzeit, ja. Wo es sich gerade anbietet. Also das ist ja auch so ein gemeinsames Hobby, weil man bringt sich immer gegenseitig auf Ideen. Gemeinsames Hobby, das ist schön. Hobbys, Lesen, ja. Outdoor-Sex. Genau. Ja. In einem Zug. An was für Stellen hattet ihr schon Sex? Auto. Ja, also Klassiker, ne? Auto, alle Varianten. Cabrio. Ja, auch Auto, vorne, ja, hinten, auf der Autobahn, Raststätte, auf der Autobahnbrücke, in der Autobahnstraße. Ja, während der Fahrt hat sie dir einen geblasen? Ja. Genau. Also war mal ganz lustig, auch hier in Berlin im Straßenverkehr. Stimmt. Ich habe dir einen geblasen und dann hielt nebenan ein Bus. Und der Bus ist ja erhöht. Ne? Und dann saßen da so Mädels am Fenster und die anders guckt so ungefähr so. Also die nächste so Auto. Die haben natürlich dumm geguckt. Ja, die haben dann irgendwie gelacht. Da. Und du hast aber nicht aufgehört. Nein, ich bin ein bisschen schneller schon gefahren. Ja, das war an der roten Ampel. Und dann hat die Ampel irgendwann ja wieder umgeschalten. Und dann hat sich die Situation ja aufgelöst. Obwohl ich sagen muss, beim Autofahren eingeblasen zu kriegen, ist sehr schwierig. Ja, und ich habe es mir auch schon mal neben ihm selber gemacht, also beim Autobahnfahren. Mhm. Das fandest du auch ganz erregend. Nett. Ja. Danach hieß es so schnell, abbiegen ins nächste Industriegebiet. Ihr habt gerne Sex im Auto. Dann nehme ich an, Raststätten gehören auch zu eurem Wilderungsgebiet, oder? Ja, ein Highlight war zum Beispiel, das war mitten am Tage, ja, so eine kleine Raststätte, wo halt hauptsächlich irgendwelche polnischen Trucker dann mal halten, die es ja auch nicht so stört. Und dann sind wir halt ausgestiegen und hatten dann halt auf der Motorhaube Sex. Am helllichten Tag. Am Tage, genau. Mhm. Und ich hatte den Rock an und dann konnte man natürlich hochschieben. Das heißt, bei mir war da nicht so viel. Nur das Einzige, was man vielleicht noch gesehen hat, war halt mein nackten Arsch. Ich habe eine Frage an euch. Und zwar bin ich neulich spazieren gegangen mit meinen beiden Hunden. Der große Hund sprang ins Gebüsch, bellte laut plötzlich. Und dann sah ich nur den nackten Hintern einer Frau hochschnellen. Und unten auf dem Boden lag flach ein Mann. Und habe dann gelacht und habe gesagt, weitermachen, weil mir auch nichts anderes einfiel. Das haben wir auch schon gehört. Hättet ihr weitergemacht oder nicht? Es ist natürlich ein totaler Erektionskiller, wenn da plötzlich jemand auch noch mit einem großen Hund um die Ecke kommt und man dann angebellt wird. Da hätten wir auch nicht weitergemacht. Wir hatten es auch schon, also dass man ja gemerkt hat, als jetzt jemand vorbeigelaufen oder so, dann lacht man so halt mal und los. Dann macht man weiter irgendwie nach 5 Minuten. Noch mehr gute Nacktgeschichten gibt es in meinem letzten Video. Und falls du wissen willst, was ich sonst noch so treibe, dann schau doch bitte hier.